Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Heute wieder aus der Reiferbahn Sporthalle Schwerin, wo wir die E-Jugend des SV Grünwald Schwerin 3 dabei beobachten werden, wie sie spielen gegen den Malchower SV. Gut, das waren zwei klare Ansagen und damit beginnen wir hier mit dem Malchower SV gegen den SV Grünwald Schwerin E-Jugend 3. Und das ist ein besonderes Spiel, nicht nur weil es die Kleinsten sind oder fast die Kleinsten, sondern auch weil wir heute ein wenig über die Schiedsrichter reden wollen und zwar mal nicht so negativ, wie man es gewöhnt ist, sondern mal über die Ausbildung der Schiedsrichter. Deswegen habe ich Philipp bei mir. Erstmal hallo. Ja, guten Morgen, Kai. Und wir sehen das gerade, die Auswahl, die Vivian, die macht heute die erste Spiel alleine und wir wollen mal ein bisschen gucken, was sie so gelernt hat und was sie noch lernen muss. Und wie so eine Schiedsrichterausbildung bei Grün-Weiß-Schwerin dann aussieht. So. Gab jetzt den Anpfiff und die erste Möglichkeit für Malchow zum 1:0. Durch Gutsaat. Ich kann jetzt mal ein wenig gucken. Das erste Spiel alleine, sagten wir gerade. Normalerweise sieht man ja ein Handballspiel, pfeift man zu zweit. Warum pfeift man E-Jugend alleine? Ist es so, in der Spielunion werden die Spiele grundsätzlich mit einem Schiedsrichter abgesichert. Einfach weil gar nicht genügend Schiedsrichter da wären, um immer mit zwei Schiedsrichtern ein Spiel abzusichern. Wir haben uns aber dafür entschieden, gerade in der Ausbildung oder in der Anfangsphase der Ausbildung, die Spiele zu zweit zu pfeifen. Einfach mit dem Hintergrund, ein erfahrener Schiedsrichter steht dem jungen Schiedsrichter zur Seite und greift ein, falls es notwendig ist, etwas zu regulieren. Ja, der Moment, das zweite Tor von Lisa Gutsaat zum 2:0. Ja, ist das auch im Erwachsenenbereich so, dass man das Spiel nur mit einem Schiedsrichter absichert oder bis wohin geht das? Also in der Kreisliga, was vergleichbar mit der Spielunion ist, im Jugendbereich, werden die Spiele natürlich mit zwei Schiedsrichtern abgesichert. Im Erwachsenenbereich ist das einfach notwendig. Aber hier bei den Mädchen sieht man ja, es ist auch immer eine offensive Abwehr gefordert. Und deswegen ist es hier ausreichend, wenn ein Schiedsrichter da ist. Sagt jetzt, es ist offensive Abwehr gefordert. Was genau bedeutet, offensive Abwehr ist gefordert? Was genau muss man da beachten? Also im E-Jugendbereich ist eine Manndeckung ab der Mittellinie vorgeschrieben. Das heißt, jeder Abwehrspieler ist einem Angreifer zugeordnet. Und so wird das dann eben ab der Mittellinie für die verteidigende Mannschaft gespielt. Also ich nehme an, das hat jetzt der Handballverband vorgeschrieben. Ja, das ist, hat Ausbildungshintergründe. Es soll das individuelle Spiel 1 gegen 1 gefördert werden. Es soll ein ausgeprägtes Mittelfeldspiel entstehen und eben nicht wie bei den Erwachsenen zu sehen, die stellen sich alle hinten rein an Kreis und dann soll von hinten geworfen werden. Hier soll das individualtaktische Verhalten geschult werden. Ja, und das war gut abgefangen, den Ball. Schöner Wurf, aber gehalten. Es bleibt beim 2:0. Ist es eigentlich, du selber pfeifst ja öfter, ist es eigentlich schwieriger in der Jugend zu pfeifen, weil man auf so Sachen wie Schritte und technische Fehler noch mehr achten muss und den Kindern dann auch erklären muss, was sie da falsch gemacht haben? Ja, es ist nicht schwieriger, es ist einfach eine andere Aufgabe. Das Spiel ist grundsätzlich unterschiedlich von der Ausrichtung her. Wie du schon sagst, im Kinderbereich hast du viele, viele technische Fehler.
auf die du natürlich verstärkt achten musst. Allerdings sind die Fehler auch klarer als bei den Erwachsenen. Da ist es eher undurchsichtig, wann was passiert. Es ist schwieriger zu erkennen. Bei den Kindern ist es doch immer sehr, sehr eindeutig. Und deswegen ist es ein anderes Verhalten. Du hast recht. Gerade bei den Kleinen jetzt hier in der E-Jugend muss man noch viel erzählen. Man muss ihnen auch sagen, der Richtball geht jetzt in die und die Richtung. Grün hat jetzt Einwurf, weil die Schiedsrichterzeichen sind ihnen doch noch nicht so geläufig, wie es eben bei den Großen ist. Ja, jetzt könntest du vielleicht mal ein kleines Missverständnis aufklären. Ich finde persönlich ist sehr, sehr verwirrend, wenn der Schiedsrichter diese Kreisbewegung macht, die für mich immer einen Wechsel anzeigt. Die Schritte sind und der Wechselfehler ist das, was für mich aussieht, als würde man Schritte machen. Und jetzt das zweite Tor von Melanie Bass zum 2:2. Ja, das sieht aus wie Wechsel. Letztendlich gibt es ja bei diesem Zeichen Schritte zwei Möglichkeiten. Einmal, dass du wirklich das richtige Zeichen zeigst und das zeigst du dann ja auch mit den Armen. Und den Wechsel kenne ich ja immer nur so mit den Fingern gezeigt. Und dann gibt es ja so dieses Alibi-Zeichen, also dieses schnelle Zeichen, wo du nur mit dem Finger das Zeichen gibst. Und das sieht tatsächlich aus wie ein angesagter Wechsel oder so. Ja, das ist richtig. Der Wurf geht vorbei. Und auch da, was genau heißt dieses Zeichen, wenn sie den Arm so nach unten abknickt, wie wir es gerade gesehen haben? Ja, das ist das Zeichen für den Abwurf. Und das ist das, wenn der Ball über die Torauslinie geht und aus dem Spiel ist, dann hat der Torwart den Abwurf und bringt den Ball wieder ins Spiel. Und er muss ihn dann von innerhalb des Kreises ausführen? Ja, also er muss jetzt bei uns ist es die orange Fläche. Er muss innerhalb des 6 Meters den Abwurf ausführen und den Ball wieder ins Spiel bringen. Ja, jetzt geht es doch gut zur Sache hier. Bin viel gelaufen, das viel zu sehen auch für den Schiedsrichter. Und jetzt trägt sie an Fuß. Ja, also das war auch so. Das hat sie richtig entschieden. Gut gehalten, aber sah ich das richtig mit dem leichten Schubsen von der Spielerin von Grün-Weiß? Ja, das hast du schon richtig gesehen. Es ist hier aber einfach entscheidend, welchen Maßstab hier Vivian als Schiedsrichterin ansetzt. Wie viel Härte lässt sie zu? Und wenn sie es auf beiden Seiten durchgehen lässt, dann ist es durchaus okay. Ja, Mareike Dolke jetzt mit dem 3:2 für Grün-Weiß-Schwerin. Wie ist es eigentlich du als Schiedsrichter, wenn du sagst, du hast deinen eigenen Maßstab, wie du Härte durchgehen lässt, ist das eigentlich im Spiel unterschiedlich oder hast du da deine Linie? Ja, also grundsätzlich hat man natürlich seine Linie. Man erarbeitet sich auch mit der Zeit einen Ruf. Beispielsweise die Mannschaften wissen, dieser Schiedsrichter lässt einen Angriff ziemlich lange laufen, bevor er ein Zeitspiel zeigt. Oder eben er zeigt sehr schnell, hebt sehr schnell den Arm zum Zeitspiel. Das wäre jetzt so etwas, was von Schiedsrichter zu Schiedsrichter individuell ist, aber sicherlich muss man auch seine Linie den Spielen entsprechend anpassen, einfach weil es ja auch besondere Spiele gibt, beispielsweise zu Saisonende, die Spitzenspiele, wenn es um Aufstieg geht, wenn es um Abstieg geht, da ist dann immer eine besondere Härte auch im Spiel und da ist es dann notwendig, auch mal von seiner Linie abzuweichen. Und hier einen anderen Maßstab von vornherein dann aber auch anzusetzen und den dann auch das ganze Spiel über durchzuziehen. Also das ist das Entscheidende beim Pfeifen, dass wenn du dich für einen Maßstab entscheidest, wie du die Regeln auslegst, dann musst du ihn auch wirklich im günstigsten Fall von Anfang bis Ende durchziehen.
Wieder schlechter Pass, Trainer hier neben uns von Malchow verzweifelt da etwas gerade. Aber trotz alledem bin ich der Meinung, für ein E-Jugendspiel relativ wenig technische Fehler hier bisher. Ja, das ist richtig. Es musste kaum was gepfiffen werden. Das Spiel ist vor allem durch individuelle Fehler gekennzeichnet. Also ich sag mal Fehlpässe, Fehlwürfe, das ist hier sehr deutlich. Ja, es ist aber dennoch, finde ich, recht spannend. Und das war ein schönes Tor, da hat sie sich klasse durchgesetzt. Die Lisa Gutsaat mit ihrem dritten Treffer. Genauso wie Melanie Bast mit drei Treffern auf Schweriner Seite. 4:3 für Grün-Weiß. Und Philipp nutzt jetzt die Auszeit, die genommen wurde von Grün-Weiß-Schwerin, um mit seiner Schiedsrichterin zu sprechen.